Und dann jetzt viel Spaß beim Vortrag. Besten Dank. Ja. Jetzt? Wunderbar. Ja, vielen Dank. Schön, dass noch welche da sind. Ist auch ein möglichst sperriger Titel, den kann man sich definitiv nicht merken. Worum es bei der ganzen Sache geht, möchte ich euch ganz kurz vorstellen, kurz zu mir. Ich bin SEO und Affiliate, jedenfalls habe ich mir so mein Studium finanziert, das lief damals wunderbar. Jetzt gibt es so ein, zwei Änderungen, die machen es ein bisschen schwieriger. Ich bin jetzt auch zunehmend in der Online-Marketing-Beratung für Unternehmen, die wissen wollen, wie ihre Inhalte dennoch irgendwie ranken. Und nebenbei, man sieht es da, veranstalte ich ein paar Veranstaltungen, das regelmäßigen Webmontag, aber auch das WordPress-Meetup in Halle. Aber insgesamt dreht sich nach wie vor alles bei mir um Suchmaschinenoptimierung. Und Suchmaschinenoptimierung, wenn man es mal runterbricht, aus Wesentliche, da geht es eigentlich immer nur darum, ein möglichst eindeutiges Signal von einem jeweiligen Webdokument auszusenden, damit es ein Algorithmus gar nicht so schwer hat zu verstehen, warum es da eigentlich geht. Und damit man da ein möglichst eindeutiges Signal senden kann, hilft es, wenn man die Inhalte, die man auf seiner Website hat, auch strukturiert. Einmal die Struktur der Webseite an sich, darüber spreche ich jetzt nicht, also wie man die Webseite so strukturiert, dass es möglichst einfach ist, durch die Inhalte zu kommen, sondern die Inhalte, die ihr auf der jeweiligen Website selbst habt. Warum? Klar, Suchsystem, aber eben auch den Menschen es einfacher zu machen, die Inhalte auf eurer Seite zu erfassen. Das Suchverhalten oder das Nutzerverhalten auf der Website, das kennt ihr wahrscheinlich, ist dieses Skim, Scan, Read. Also die meisten nutzen das Mobiltelefon, machen die Seite auf und wischen erst einmal grob drüber. Und wenn sie visuell irgendwo hängen bleiben, dann lesen sie da vielleicht weiter. Und da hilft es natürlich, wenn ihr eure Seite dann so strukturiert habt, dass man diese Inhalte möglichst beim Scan auch einfach erfassen kann, worum es da denn eigentlich geht. Denn im schlimmsten Fall springen sie zurück, suchen nochmal und das hat dauerhaft keine positiven Auswirkungen auf eure Position in den jeweiligen Suchsystemen. Und es wird aber auch häufig gerne unterlassen, einfach weil es ein zusätzlicher Aufwand ist. Man muss manche Sachen umformulieren, damit es einfacher zu erfassen ist. Man muss es präzisieren und das bedingt halt, dass man selbst nachdenken muss. Also es ist nochmal ein zusätzlicher Schritt. Naja, es geht ja darum, dass man heutzutage, ich habe es vielleicht gelesen auf der WordCamp-Seite, dass man Inhalte nahezu kostenlos in unendlicher Menge generieren kann durch ChatGPT oder was auch immer. Okay, so, dann gibt es halt viel Inhalt. Das heißt ja aber noch nicht, dass den irgendjemand konsumiert. Und da müsste es zum Nachdenken kommen, um eine Struktur da herzustellen, damit es für beide, für Suchsysteme und für Menschen eben einfacher wird. Okay, halt. Sachen, die ihr wahrscheinlich jetzt schon des Häufigeren gesehen habt, ist dieses JSON-LD, JavaScript Object Notation Linked Data. Wer kennt's? Wer netzt das? Das ist ja schon ein paar. Das ist ja relativ bekannt. Weil ich gerade gesagt habe, es ist ein Aufwand. Man kann natürlich Daten auch anderweitig strukturieren mit Sachen, die HTML per se schon mal mitbringen. Also Überschriften ist klar, H1, H2 hat jeder schon mal in irgendeinem SEO-Artikel oder wo auch immer gelesen. Es macht schon Sinn, mal eine wesentliche Überschrift zu haben und darunter sauber zu gliedern, was denn so die Zwischenüberschriften sind. Völlig underrated sind Tabellen, also tatsächlich Table, nicht irgendwelche verschachtelten Div-Container mit ganz fancy JavaScript. Nee, einfach Tabellen, Table, kommen wir gleich drauf, und Listen. OLUL kennt wahrscheinlich das Markup von HTML jeder. DL, wer kennt DL? Immerhin ein paar, also Definitionslisten. Da kann man auch schöne Sachen mitmachen. Und dann gibt es natürlich neben Definitionslisten auch so Sachen wie, kennt ihr das HTML-Element Summary und Detail? Auch ein paar. Kann man sozusagen auch, also es gibt mehrere Formationen. Warum wird das aber wenig genutzt? Ja, weil es im RTE häufig mal einfach nicht zur Verfügung steht. Man müsste schon wissen, was man tut, damit man es einsetzt. Und darauf wollte ich mal hin, mal zu sensibilisieren. Neben JavaScript, was man auf die Seite packen kann, um Inhalte nochmal extra auszuzeichnen oder maschinenlesbar auszuzeichnen, kann man mit simplen HTML-Möglichkeiten, die einfach da sind, schon mal sehr viel Ordnung und Struktur für Mensch und Maschine hergeben. Das, was ihr kennt,
Wenn ihr bei Google was sucht, wenn ihr eine Frage stellt, seht ihr heute auf Position Zero. Ich habe irgendwas genommen. Ich bin mit denen nicht affiliiert oder was auch immer. Ich habe irgendwas genommen. Was ist ein Andienungsrecht? Also Frage und du bekommst gleich die Antwort. Mittlerweile wird diese blaue Hinterlegung wird sogar nochmal dynamisch, blendet Google das ein, damit du das weißt. Das ist sozusagen das JavaScript-Objekt FAQ-Page. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten von euch kennen. Diese andere Darstellung in den Suchergebnislisten sind diese Fragen, diese Aufklappboxen in den Suchergebnislisten, die gab es vor einer kurzen Weile, sage ich mal, sogar noch unter dem jeweiligen Snippet. Damit konnte man sein Snippet erweitern und da gab es die wichtigsten Fragen, Antworten direkt darunter. Das kennt jeder, oder? Habt ihr das auch so aktiv eingesetzt, um die Position 0 zu erreichen, also hier oben? Denn zwei Sachen, wenn man das sozusagen sauber formuliert, seht ihr ungefähr, wie viele Zeichen da so reinpassen, wenn ihr euch die Mühe macht und die Antwort auf die jeweilige Frage tatsächlich so formuliert, dass es passt, dann habt ihr eine gute Möglichkeit, Position Zero zu erreichen, obwohl eure Seite gar nicht auf Platz 1 rankt. Ihr könnt einfach die relevanteste Antwort für etwas sein. Okay, das ist die andere Darstellung davon. Das nächste, das kennt ihr mit Sicherheit auch, das funktioniert auch ganz gut mit WooCommerce, dass ihr eure Produkte einfach sauber auszeichnet. Nicht jeder nutzt aber ein WooCommerce auf seiner Seite, bloß weil er mal ein Produkt hat. Also meine Mutter hat so einen Hofladen, die hat drei Produkte. Ja, dafür setze ich doch kein komplettes WooCommerce auf. Das geht mit einem Bild und dann kann man da ein Kontaktformular anfragen und dann kriegt man das Produkt zugeschickt. Also man kann das auch anders lösen. Gut wäre aber, wenn man das als Produkt sauber auszeichnet und dann auch hier die Möglichkeit nutzt, dass man sagt, okay, es ist auf Lager, wie viel kostet es denn und so weiter. Ja. Wie kriegt ihr die Sachen da rein? Wir hatten das ja vorhin, jemand hatte gesagt, 78% nutzen den Elementor. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Erweiterung gibt, um automatisch das JavaScript in die Seite zu bekommen. Das ist jetzt das Beispiel für FAQ. Ihr könnt entweder JSON-LD-Generatoren nutzen. Ja, sucht im Web, gibt es halt viele. Ihr tippt eure Frage, eure Antwort ein und bekommt dann hier dieses JavaScript ausgegeben. Und das kopiert ihr dann in den HTML-Block direkt auf eure Webseite. Wenn es dann drin ist, dann kann der Bot, wenn er das nächste Mal kommt, das erfassen und damit arbeiten. Letztendlich ist das, JavaScript ist letztendlich immer nur eine 1-zu-1-Beziehung herstellen. Das ist die Frage und das ist die Antwort und dazu gibt es gegebenenfalls noch ein Bild oder eben auch nicht. So, ich weiß nicht, gibt es für Elementor dafür extra was? Eine Erweiterung, wo das automatisch geht? Ich hatte so die Befürchtung, das heißt, für euch bleibt nur die Möglichkeit, dass entweder über einen Website-Generator, also was man so im Internet findet, euch das JavaScript generieren zu lassen und das dann als HTML-Block zu integrieren. So zum Beispiel. Ihr könnt auch mit Shortcodes arbeiten, da gibt es mit Sicherheit noch andere Erweiterungen, aber ja. Wenn ihr also das, was ich gerade gezeigt habe, das Frage-Antwort-Erweiterung in den Suchergebnislisten erreichen wollt, dann müsstet ihr diesen Weg gehen. Und so habt ihr euren Inhalt schon mal strukturiert. Und das Nachdenken besteht darin, wenn die Frage lautet, was ist ein Andienungsrecht, das Beispiel, was ich hatte, nicht einfach so eine Erklärung reinzupacken, sondern nachzudenken, wie reduziere ich das, dass das tatsächlich auf, glaube ich, 260 Zeichen passt und dass die wesentliche Antwort gegeben wird. Nur wenn es tatsächlich in diesem Umfang die Antwort läuft, dann habt ihr auch die Möglichkeit auf Position 0. Das ist so dieses Strukturieren. Und das hilft natürlich auch, wenn ihr die Inhalte genauso auf eurer Webseite präsentiert. Skim, Scan, Read, die Leute gehen da drüber und wenn dann die Antwort schon wieder so lang ist, dann sucht er lieber nochmal, bis er was findet, der Nutzer, die Nutzerin, wo es halt kürzer dasteht, dass ich es im Kopf behalte. Ja? Eure Entscheidung, ob ihr das macht. Der nächste Punkt, es gibt natürlich dafür auch Plugin, okay, man sieht es, Zufall, für JSON-LD, das ist das Plugin, was ich mitentwickle, seht ihr da unten links, ihr könnt aber nach JSON-LD suchen, gibt es wahrscheinlich viele Plugins, das links unten, das ist von mir, gibt es halt verschiedene Blöcke. Wir unterstützen noch Shortcodes, aber alle zukünftigen Auszeichnungselemente werden bloß noch für Gutenberg entwickelt. Das ist dann leider so, aber ihr könnt halt gucken, was für euch passt. Was kann man noch, Moment, was kann man da noch? Ach ja, und wenn ihr das hatte ich ja gerade, ihr habt jetzt den Code generiert oder ihr habt ihn über irgendein Plugin auf eure Seite bekommen, dann wäre es gut, ihr testet das. Diese beiden URLs kennt ihr vielleicht von schema.org.
dort den Validator durchschicken, eure Seite eingeben oder euer Code, den ihr generiert habt, und validieren lassen, ob das auch stimmt. Ja? Sonst wundert ihr euch, ich habe gar keinen Effekt. Ja, kann daran liegen, dass irgendwo im JSON ein Komma fehlt. Es ist passiert halt manchmal. Und dann funktioniert es einfach nicht. Der erste Link prüft aber nur das JSON an sich. Das heißt, also ob das valide ist. Der zweite Link, das ist der Rich-Tester von Google, sagt dir dann noch, ob Google das dann auch verarbeiten würde in seinen Suchergebnislisten. Das ist halt ein Unterschied. Auszeichnen kann man viel, nur ob Google das dann auch verwendet, ist dann noch eine zweite Frage. Testet das einfach. Wenn wir auf die Zeit gucken, nicht, dass ich mich hier ewig verquatsche. Okay, die beiden Sachen. Und dann hatte ich ja gesagt, das ist das Thema JSON, das ist das ganze Thema JavaScript. Es gibt ganz viele Elemente, kann man sich mal kurz belesen. Man kann Rezepte auf der eigenen Seite auszeichnen und so weiter. Und auf ein paar andere Elemente, wie wer ist der Autor und Personenprofile und so weiter, da kommen wir gleich drauf. Was ich jetzt aber noch zeigen wollte, ist, was man mit Standard-HTML eben erreichen kann. Und das ist so eine, das ist zum Beispiel ein Ergebnis mit Tabellen, die ihr auf eurer Seite integrieren könnt. Da braucht ihr kein JSON oder irgendwas, sondern ihr könnt ganz einfach Inhalte in eurer, auf eurer Webseite als Tabelle, als Table, als HTML-Table da ausgeben. Jetzt hat ein HTML-Table hat halt das Problem, dass wenn ihr mehr Spalten habt, das im responsiven, in der responsiven Ansicht gerne mal schwierig wird. Mit mehreren Spalten. Funktioniert übrigens auch am besten, wenn man das als zwei Spalten produziert, also eine tatsächliche 1-zu-1-Beziehung hergibt. Das ist jetzt ein Beispiel von mir. Ich habe jetzt viele Beispiele einfach von mir genommen, wo ich das alles teste. Ja? Ein anderes wirklich, gibt es irgendjemanden, der einen Städteblog oder sowas betreibt? Ein Stadtmagazin oder sowas in der Richtung? Okay, dann bringe ich das Beispiel trotzdem. Ging jetzt schief, aber ich mache es einfach trotzdem. Was immer gut geht, sind Preislisten. Das, ich habe einen eigenen Städteblog. Was immer super ist, gibt es immer so Stadtfeste. In Halle ist es zum Beispiel, egal, irgendein Volksfest. Und da kostet ja ein Bier jedes Jahr irgendeinen Preis und was auch immer. Dann nimmst du dir 10 Produkte, guckst, was es in diesem Jahr kostet und trägst es in deiner Tabelle einfach ab. Und das machst du jedes Jahr. Du hast einfach eine supergeile Datenbasis, die lässt sich super vermarkten, ist ein unglaublicher Linkmagnet und du kannst über die Tabellen auch noch dann einen wunderschönen Chart bauen, wie irgendwelche Preise insgesamt und wie der Bierpreisindex zu dem Stadtfest sich entwickelt und so weiter. Das kommt prima an, kann man super visuell wahrnehmen, also entweder von den Charts oder von den Zahlen, und es interessiert tatsächlich Menschen. Nur als Beispiel, wie man sozusagen mit seinen eigenen Inhalten, also wie man eigene Tabellen generieren kann. Und man kann grundsätzlich eben überlegen, wenn ich Text schreibe, aber das kennt ihr, wenn ihr selbst schreibt, sobald mehr als 2 Kommas zwischen 2 Worten sind, kann ich es auch als Liste darstellen. Das hilft auch immer mal visuell einfach mal einen Punkt zu machen, dass der Nutzer zu dem tatsächlich findet, was ich in dem Artikel erzählen möchte. Also Tabellen. So, zack. Und natürlich, ihr nutzt wahrscheinlich alle TablePress oder viele von euch, oder kennt ihr TablePress? Das hier oben? Nutzt ihr, okay. Dafür gibt es auch noch eine Erweiterung. Früher war das mal umsonst. Ich glaube, jetzt ist es die Pro-Variante mit Responsive Table. Also, dass man sozusagen Tabellen auch nach rechts scrollen kann, wenn man mal mehrere Spalten da hat. Da gibt es eine Erweiterung, so kann man dann auf dem Telefon nach rechts scrollen. Kann man machen, aber je komplexer die Tabelle, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das, was ich jetzt aus SEO-Sicht als gelungen empfinde, nicht erreichst. Also versuche ich die Informationsdichte so zu reduzieren, dass ich auf eine 2-3 Spalten-Tabelle irgendwie komme. Okay. Tabellen, großes Kino. So, dann haben wir das, die Tabellen, strukturierte Daten. Listen funktionieren natürlich ganz genauso. Und vor allen Dingen auch Definitionslisten. Wenn es eben darum geht, einen Ablauf zum Beispiel darzustellen, mache erstens, zweitens, drittens. Eigentlich ist es eine Banalität, aber häufig werden solche Anleitungen, die ja viele machen, How-To-Artikel, werden halt in einzelnen Absätzen textlich verarbeitet. Das ist zum Schreiben vielleicht einfach, aber zum Lesen, zum Konsumieren ist es manchmal ziemlich anstrengend für den Nutzer und für die Maschine zum Auswerten umso mehr. Und jeder gewinnt, der dann seinen eigenen Text aufbricht, das reduziert und einfach Listen draus macht. Okay. Moment. So, was ist das Ergebnis, wenn ihr sozusagen die Extrameile geht
Wenn ihr die Extrameile geht, erhöht ihr einfach die Qualität eures Inhalts an sich. Es ist einfach nicht dieser Textblock, sondern ihr macht das für den Nutzer. Im Idealfall verweilt der Nutzer dann auch länger auf deiner Seite. Was ein relativ positives Nutzersignal ist, weil er einfach sofort erfasst, was da los ist. Er kann über Sprungmenüs, weil er nämlich sauber die Überschriften strukturiert hat, kann er von oben nach unten hüpfen und so weiter. Ihr habt Tabellen, einfach Übersichtlisten und Fragen zur Antwort, relevante Fragen recherchiert und die Antwort rausgebracht. Das heißt, der Nutzer kann sich tatsächlich mal auf einer Seite auch mobil zu einem Thema informieren und da halt hin und her springen. Und der Punkt, die Qualität zu steigern, ist jetzt sozusagen der erste Schritt. Das ist die Extrameile, die man geht. Und jetzt müsste man noch für bestimmte Themen der Experte sein, dass man sagt, kann ich diesem Inhalt eigentlich vertrauen, der hier sich vor mir aufbaut? Und nehme ich das als seriöse Quelle dar? Und das ist jetzt der Punkt, worauf wir als nächstes eben hinwollen. Denn was ist der wesentliche Unterschied zwischen komplett generierten Inhalten und selbst recherchierten? Bitte, no-brainer, also ihr. Und das müsste man jetzt auch noch so transportieren, dass ihr den Unterschied macht. Also schreiben können viele irgendwas, aber dass ich dir jetzt glaube und dann aufhöre zu suchen, das möchte ich sozusagen auch irgendwie erfassen können. Ich muss herausfinden, ist der Autor, der da schreibt, überhaupt kompetent genug, dazu zu schreiben? Hat er schon mal irgendwas dazu veröffentlicht? Jetzt, ich weiß nicht, ob sich jemand in der SEO-Blase ein bisschen damit beschäftigt. Da gibt es ja vor allen Dingen diese Your Money, Your Life-Themen, also zum Beispiel Gesundheit oder Medizin. Das sind halt so Themen, da will auch Google, da will kein Suchsystem, dass zu solchen Gesundheitsthemen irgendwie eine Fake-Meldung auf Platz 1 landet. Warum? Naja, wenn du die falsche Medikation, wenn du irgendwas falsch behandelst, kann das direkt dein Leben betreffen. Das ist das Gleiche mit Finanzthemen. Wenn da die falschen Finanztipps drinstehen, bist du im Zweifelsfall pleite. So, also soll das raus. Und wie macht man das, wenn man sozusagen Inhalte unendlich produzieren kann? Naja, man muss irgendwie rausfinden, wer jetzt der relevante Typ ist oder die relevante Typin. Ja? Darf die dazu schreiben? Und da wollen wir jetzt hin. Wir wollen also sozusagen uns selbst zu einem Experten irgendwie erheben und wir wollen erstmal transparent zeigen, dass ich der Autor bin. Das ist der, oh, fehlt eins. Habt ihr schon mal EEAT? Mal gucken, ob das noch kommt. Ah ja, da ist es. Habt ihr davon schon mal gehört? EEAT geht ja auch so ein bisschen so durch die Blocklandschaft. Expertise, Experience, Authority and Trustworthiness. Das bezieht sich sozusagen letztendlich einmal auf eure Webseite selbst. Ist es eine vertrauenswürdige Quelle? Bezieht sich aber eben auch auf euch als Autor. Bist du Experte in dem, was du da schreibst? Hast du da eine Ausbildung drin? Und kann ich dir eben vertrauen? Okay. Und das wollen wir jetzt dem Algorithmus irgendwie zeigen, dass das genau der Fall ist. Und das wäre sozusagen der erste Schritt. Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt einen WordPress-Artikel und ihr schreibt da drin, dann eben die Autorenbox. Grundsätzliche Funktion, die WordPress von Haus aus mitbringt. Diese Autorenseite, die automatisch generiert wird, wo sozusagen die einzelnen Artikel zusammengefasst werden. Und es gibt in vielen Themes auch die Autorenbox. Die Autorenbox selbst, also mit deinem Namen und dem Kurzprofil, was man in den Nutzereinstellungen hinterlegen kann, reicht in dem Fall noch nicht ganz aus. Du kannst es anreichern, wiederum mit JSON, das sind einfach so Live-Beispiele, und kannst sagen, das ist jetzt die Kurzform, die funktioniert aber gut. Du kannst einfach sagen, okay, für diesen Typ Artikel, auf dem du gerade bist, gibt es eine Person, die ist der Autor. Und übrigens, da gibt es eine URL, wo du mehrere Details findest zu dieser Person. Eine Über-uns-Seite. Das sollte man in jedem Artikel einfach mit einbinden und eben transparent sagen, was man da machen kann, in diesem Beispiel, ist einmal den Autor mit angeben und gerne das Aktualisierungsdatum des Artikels. Also man kann ja beide Seiten Sachen mit angeben. Einmal den initialen Publikationsstatus. Den sollte man auch im WordPress idealerweise nicht ändern. Man kann ja sozusagen rechts oben dann auch das Publikationsdatum ändern. Wurde gerne, ach, lange Geschichte, aber würde ich jetzt nicht mehr machen, lasst das einfach an der Stelle, sondern gebt einfach zusätzlich, kann man ja abfragen, wann es das letzte Mal aktualisiert wurde und das als Zusatzinformation mit ausgeben, dass man weiß, dass es aktuell eben gehalten wird, dieser Artikel. Also diese Evergreen-Contents. Und dann habt ihr auf dem jeweiligen Artikel eure Autorenbox. Der Nutzer hat die Möglichkeit, drauf zu klicken und zu sagen, wer schreibt hier eigentlich? Und der Maschine sagt ja noch, im Übrigen, das ist tatsächlich jemand, der kompetent ist. Und wenn du es überprüfen willst, gehst du auf die Personenseite.
Okay, das heißt, ihr habt eine extra Über-uns-Seite angelegt. Die Autorenseite vom WordPress kann man unter Umständen dafür nutzen. Das ist aber manchmal, das, je nach Temp, das ist gar nicht so komfortabel. Idealerweise schaltet ihr die Autorenseite, also meiner Ansicht nach, ihr könnt die Autorenseite gerne abschalten. Die wird ja immer /author und dann Name einfach abschalten. Dann weiß man auch schon gar nicht mehr, was man im Login-Feld eintippen soll. Fehlt ja schon die erste Hälfte. Und dann macht ihr einfach ganz normal über Seiten, über uns Seite, wo ihr euch als Person vorstellt. Ganz normal mit einem Lebenslauf. Ja. Ja, das ist schön, dass man da auch selber schreiben kann, ich bin Arzt oder sowas, aber gibt es da so eine Art Zertifizierung, also die man, also wie bei einem Server gibt es ja das SSL-Zertifikat, bei Firmen gibt es Trust-Shop oder sowas, aber wenn ich jetzt als Doktor, ich kann mir ja reinschreiben, Doktor sowieso, kann auch noch ein schönes Foto mit einem weißen Kittel machen, aber wenn man sich Dr. Best nennt, heißt das nicht, dass man wirklich Doktor ist. Ne? Also gibt es da auch Zertifizierung, also SSL-Zertifikate oder sowas, die von meinetwegen Universitäten rausgegeben werden? Oder? Nein, das gibt es nicht. Diese Stufe. Das gibt's nicht. Also es ist ein Punkt, selbstverständlich, das kann man faken. Und nur weil man übrigens das JSON da drin hat, heißt das nicht, dass irgendetwas davon funktioniert oder Google akzeptiert. Das ist erstmal sozusagen die Hürde zu nehmen, dass es funktionieren würde. Und das, was du meinst, ist, oder das, was du machen möchtest, ist dieser algorithmische Selbstbeweis. Da komme ich jetzt gerne drauf. Natürlich ist dann so ein bisschen mehr zu tun, als einfach nur das JSON auf die Seite zu bringen, weil du hast recht, auch Google glaubt im Ganzen nicht, im ersten Moment. Aber ich erkläre gleich, was ich mit dem algorithmischen Selbstbeweis meine. Ich habe mal eine Frage zu diesem EEAT. Ja. Google hat ja seine Guidelines für SEO überarbeitet seit 3-4 Wochen. Und hier steht, EEAT ist ein Ranking-Faktor. Nein. Nein, es ist kein direkter Ranking-Faktor. Es gibt jetzt nicht die Checkliste, dass wenn du 1, 2, 3 erfüllst, dann ist es durch. Es geht eher um das Konzept dahinter. Dass wenn es dir also möglich ist, Inhalte nahezu kostenlos unendlich zu produzieren, dass du derjenige sein musst, der erkennbar ist und eben nicht der Durchschnittsspammer, der einfach Massen reinproduziert. Und das ist das, was ich sozusagen kurz vorstellen möchte. Wie kann ich das denn tun? Wie könnte mir dann ein Algorithmus grundsätzlich erstmal vertrauen? Und das Vertrauen erreichst du oder erarbeitest du dir langfristig über Transparenz. Und jetzt kann ich über strukturierte Inhalte, also wertig strukturierte Inhalte, nicht den generierten Textblock, sondern aufgearbeitet in Listen, Tabellen und was ich vorher erzählt habe, die Qualität des Inhalts steigern. Und wie kriege ich jetzt noch den Transparenzfaktor hin, indem ich also sage, okay, wer bin ich, wer schreibt? Und jetzt greift das so alles so ein bisschen ineinander, dass man nach und nach versucht, den algorithmischen Selbstbeweis da zu führen. Und wie kann man das machen? Wenn ich behaupte, ich bin Arzt, dann habe ich wahrscheinlich irgendwo studiert. Und wenn man jetzt sich noch ein bisschen mehr Mühe gibt, dann gibt es vielleicht auf der Universitätsseite eine Alumni-Seite zu dir oder eine Ausbildungsseite. Vielleicht hast du auch schon mal irgendwo anders publiziert, wo ein Profil ist. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Vortrag hältst zu WordPress und du sagst, ich bin WordPress-Experte, hast du offensichtlich von der URL WordPress WordCamp, also ich habe die jetzt nicht im Kopf, aber die, gibt es wiederum ein Personenprofil. Du warst also offensichtlich dort. Du kannst jetzt in deinem JSON hier unten, das kommt dann irgendwo hier, auf welcher Uni du warst, und unten gibt es auch immer noch den Punkt Same As. Und dort kannst du reinlegen, also ich bin eine Profilseite und zu meinem Profil gehören folgende URLs noch dazu. Das Profil von der Universität, das Profil bei LinkedIn, bei Xing, bei GitHub und. Ein Spammer macht schon mal niemals diese Arbeit. Alle Profile gleich zu pflegen. Das ist eine Sache, die du sozusagen als reale Person, die wächst mit dir. Und du musst halt dein Profil nach wie vor einfach schärfen und dich sinnvollerweise in eine Richtung bewegen. Das heißt, wenn du im WordPress-Universum aktiv bist und du willst als WordPress-Experte wahrgenommen werden, dann halt mal einen Vortrag auf einer WordPress-Seite, damit du eine Profilseite bekommst. Du kannst ja auch contributen, indem du Übersetzungen mitmachst bei WordPress. Ist ja Open Source, man kann sich ja engagieren. Du hast auch eine Profilseite. Und du hast offensichtlich Aktivität auf deiner Profilseite. Das sind alles so kleine Bausteine. Ich stelle jetzt sozusagen nur vor, wie man es sinnvollerweise machen kann. Das heißt nicht, dass es sofort umgesetzt wird und funktioniert. Aber ich komme gleich drauf, zu was das führen kann, wenn man es einfach konsequent einfach so macht neben seiner Arbeit. Mir geht es ja nur darum, dass ihr euch selbst, also dass sozusagen der Mensch der wesentliche Ranking-Faktor ist. Also nicht Links kann ich nachkaufen, Texte kann ich offensichtlich auch ohne Ende produzieren, alle Bilder kann ich, aber was nicht geht, ist eine Person zu kopieren, das geht nicht.
So, und wie kann ich das also machen, dass die Persönlichkeit den Unterschied macht im Inhalt? Also, dass das der entscheidende Ranking-Faktor ist. Und dafür kann ich arbeiten. Moment, jetzt nicht, dass ich hier... So, algorithmischer Selbstbeweis. Also ist diejenige kompetent? Und ja. Die zweite Sache ist, wenn ihr eine Agentur seid, na klar, habt ihr nicht nur eine Über-uns-Seite, sondern ideal, jetzt sind wir wieder ein bisschen bei Seitenstruktur, ihr habt eine Über-uns-Seite über euer Unternehmen. Dort findet ihr also das JSON zum Thema Local Business. Okay, ihr habt also tatsächlich auch ein Google-Unternehmensprofil angelegt. Ihr verweist auch darauf, dass Webseite irgendwie zu diesem Google-Unternehmensprofil gehört. Google hat schon irgendwann mal verifiziert, dass es diesen Ort tatsächlich gibt, über einen Anruf, die Postkarte oder. Wieder der kleine Baustein des algorithmischen Selbstbeweises. Und unterhalb der Organisation gibt es halt dich als Person. Ne? Du als Person, works for, heißt dieser kleine Abschnitt. Ich arbeite also für diese Organisation. Kann man alles so nach und nach eingeben. Es gibt auch, ach, hier unten sieht man das. Das ist übrigens nicht komplett hier, ja. Das ist, ihr seht es hier unten, das ist ein bisschen abgeschnitten. Aber hier ist dieses Same As, wo man sozusagen auch die ganzen anderen Profile nach und nach reintragen kann, wo man noch so aktiv ist. Ist wieder sozusagen so ein kleiner Bosch, ja? Ja. Könnte sich eine eigene Seite bauen und das da reinmachen und da würde dann überall Doktor sowieso drunter stehen mit allen, weil das ist ja JavaScript, das ist ja eigentlich im Code drin. Ja. Finde ich ein bisschen bedenklich. Also dort steht nichts, was es nicht sowieso schon im Netz gab. Also wenn du vorhast, das zu tun, dann kannst du es jetzt auch schon. Mit Same As meine ich, da könnte der ja auch alles andere von den, also man könnte richtig... Ja, ich denke, was willst du machen? Du weißt jetzt also, dass offensichtlich die eine Person oder die Agentur offensichtlich noch ein Social-Media-Profil hat. Ich meine, exakt deswegen tut man's. Also, ja gut, klar. Also ich brauche kein Instagram-Profil, wenn ich da drauf nichts poste, dann kann ich es lassen. Oder man könnte das unter denjenigen, welchen Namen was anderes posten vielleicht. Das könnte man machen, das ist dann dieses Online-Reputation-Management, wird nochmal so ein ganz anderes Feld. Man muss darauf achten, aber der Punkt ist, dass du im Idealfall der Erste bist, der es publiziert hat. Ja, du kannst ja dann, wenn die Seite drin ist, gehst in die Search-Konsole und sagst, bitte einmal crawlen. Idealerweise kommt der Bot dann auch und sagt, das heißt, da hast du einen Zeitstempel, das steht zuerst drin. Kopien gibt's wie Sand am Meer, kannst dich sowieso nicht gegenwehren. Ja, deswegen umso einfacher ist es sozusagen dein Mikrokosmos, dein Spielfeld, auf dem du bist, das sauber abzugrenzen und da kommen wir gleich noch drauf. Konsistenz der Daten. Könnte halt die URL den Server sozusagen über SSL gegenprüfen. Also der, auch wenn man das jetzt so rauskopiert, dann hätte ja ein anderer Server, wäre das ja nicht die richtige URL und da könnte man es testen, dass es falsch ist. Jedenfalls ist es auch später dann entstanden. Ne? Das hat ja eine andere sozusagen nur, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, also Inhalte werten wir auf, alles super, also ihr seid qualitativ schon mal besser als alles, was KI generiert wird, nehmen wir jetzt mal an. Die zweite Sache ist, ihr seid transparent mit euch selbst und dem, was ihr tut, mit eurer Organisation, mit euch als Person und ihr zeichnet auch die Sachen der Inhalte noch aus. Und ihr verknüpft alles das, was sonst noch über euch im Web was da noch so rumgeistert und sagt, okay, das ist mein Mikrokosmos, das bin ich. Und jetzt kann der Algorithmus fast nicht mehr anders und sagen, okay, wenn er der behauptet, auf der Seite, der ist Arzt, da gibt's noch 10 andere Quellen, die übrigens das Gleiche behaupten, dass der Arzt ist. Da gibt's eine Uni, die sagt, der ist wirklich Arzt, da gibt's auch noch eine Seite mit einem Foto. Das Foto ist übrigens das Gleiche wie auf der Seite. Also irgendwann ab einer bestimmten Menge kann Algorithmus nicht mehr anders und sagen, okay, das ist jetzt erstmal für mich die Wahrheit. So, und dann bist du Arzt. Jetzt könnte man sagen, ja, das kann ich ja auch für eine fiktive, ja, das kannst du auch für eine fiktive Person aufbauen, theoretisch. Ja, den Aufwand musst du erstmal betreiben, über eine ganze Zeit und alles aktuell halten. Und dann kommt aktuell halten ja noch dazu, dass du dauerhaft mal irgendwo auftauchen müsstest. Also wenn du in der WordPress-Community oder in der Entwickler-Community aktiv bist, dann bist du mal noch auf der nächsten Konferenz, nämlich im nächsten Jahr. Da gibt's wieder ein Foto von dir und irgendwelche anderen sprechen über dich und verlinken dich irgendwo. Und das ist so eine Sache, das machst du doch nicht für ein Fake-Profil. Also mach's. Das, nie im Leben. Das funktioniert nicht. Okay. Das ist sozusagen, jetzt kommen wir zu dem Punkt, nehmen wir mal an, du hast das alles gemacht. So. Nehm's mir nicht übel. Ich habe das jetzt bei mir gemacht, weil ich mein eigenes Versuchsfeld bin. So.
Das funktioniert mit jeder anderen Person, mit jedem Schauspieler oder was auch immer. Du tippst den Namen aktuell bei Google ein und dann wird dir das vorgeschlagen, was das ist. Offensichtlich sagt Google, also weiß offensichtlich, wer ich bin, kennt meinen Namen und weiß, dass ich ein Unternehmer bin. Das kann man übrigens beeinflussen, was dann da genau steht. Ich hatte mittlerweile, ich habe schon rumgespielt, also ich war unter anderem, weil ich mal bei der Bundeswehr war, hatte ich das mal umgestellt. Ich war auch schon mal Offizier. Ich war auch schon mal Marketing Manager. Also gibt's verschiedene Sachen. Das kann man, da kann man, wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man das alles einjustieren. So. Okay, und nehmen wir an, das ist das, was ihr wollt. Ihr wollt sozusagen als eigene Entität wahrgenommen werden. Das heißt, ihr habt euer Mikrokosmos abgesteckt und jetzt weiß Google, aha, da gibt's die Entität Gordon Böhme oder halt euer Name. Und dazu weiß ich jetzt, da gibt's das soziale Profil, das sind alles folgende Eigenschaften, die diese Identität definieren. Ja? Und deswegen sagt Google, okay, den scheint es da wirklich zu geben und ich aggregiere mal alles, was da sozusagen zusammenkommt. So, und zwar Name, Unternehmer, sagen wir gesagt, alle Daten, die der sonst so über mich findet. Übrigens, das ist die Über-mich-Seite, die rankt immer vor LinkedIn. Wenn du das sauber machst, du hast die Kontrolle über deine eigene Person. Wenn Google dann annimmt, dass das tatsächlich deine Profilseite ist. Ansonsten bist du immer sozusagen abhängig und schickst die Leute nicht zu deiner Markenseite, sondern zu LinkedIn oder zu einem anderen sozialen Profil. Google weiß auch, wann ich geboren bin. Ich habe hier richtig lange rumgespielt. Wenn es einmal drin ist, ist es schwer, sein Geburtsjahr nochmal zu ändern. Warum? Weil es einfach zu viele Quellen gibt, die mittlerweile was anderes behaupten. Das funktioniert dann nicht. Das Schlimmste, was man dann erreicht, dass Google das grundsätzlich rausnimmt und sagt, nee, das sind jetzt mir ja zu viele verschiedene Signale. Ich lösche das mal insgesamt. Das geht relativ schnell. Und damit das alles jetzt funktioniert, muss man aber nicht nur auf die Qualitätssteuerung, was ich alles beschrieben habe auf der Seite, seine eigenen Profile mal in Ordnung bringen, da muss man ein bisschen Vorarbeit leisten. Das funktioniert nicht einfach so. So, Moment. Okay. Vorbereitung, das ist die Aufgabe, die jeder von euch hätte, wenn er als Autor oder als Experte nach und nach ein Gesicht haben möchte. Erstens, ihr müsstet alle Profile, die ihr habt, müsst ihr euch mal sagen, welche sind mir wichtig? Ist mir das Xing-Profil noch wichtig oder mache ich nur noch LinkedIn? Und wichtig ist diese NAP-Konsistenz, das ist nur, kennt das? Name, Address, Phone. Dass in allen Profilen immer von allem die gleiche Schreibweise ist. Das ist hier bei uns manchmal schwierig mit Umlauten, Ö und OE. Das sind einfach zwei unterschiedliche Zeichenketten, die werden auch so interpretiert. Und es betrifft auch alle anderen Schreibweisen wie Straße. Ist deine Agentur in der STR-Punkt, in der Straße mit Doppel-S oder Straße mit SZ? Das ist ein Unterschied, das ist ein anderes Zeichen. So. Also wenn du irgendwas zusammenführen willst und du willst, das sind wir wieder bei Thema SEO, eindeutiges Signal, mach's eindeutig, damit ein Algorithmus nicht denken muss. Es muss immer alles exakt einheitlich sein. Gleiche Anzahl an Zeichen, gleiche Leerzeichen, gleiche Schreibweise, alles identisch. Auch die Telefonnummer. Deswegen ist absolut sinnvoll, so eine Telefonnummer, gerade Festnetz mitnehmen. Also wer von euch diese O2-Verträge, da gab es ja immer diese Festnetznummern immer mit dazu, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, weiß ich nicht, immer mitnehmen und behalten und die zum Beispiel kommunizieren. Wohin die dann leitet auf der Fritzbox? Zweitens. Aber dafür sorgen, dass das eine Konstante in eurem Leben ist, weil die kann auch keiner irgendwie kopieren und irgendwie wegnehmen. Landet ja bei euch. Das ist die NAP-Konsistenz. Profilseiten mit JSON-ID verknüpfen, das macht LinkedIn und Xing machen nichts anderes. Die Daten, die ihr da eintippt, das ist ein Formular und dann kommt JSON bei raus, damit es maschinenlesbar ist. Aber tragt überall dasselbe ein und verlinkt überall dieselben Sachen, damit klar ist, ah ja, das passt dann schon alles zusammen. Und jetzt, das ist ein bisschen aufwendig, aber das geht schon. Bin ich schon weit drüber? Okay. Ist auch nicht mehr viel. Okay. Für ein paar Publikationen sorgen, das ist mal so eine Aufgabe, aber das geht mit einer Pressemitteilung. Man kommt schon irgendwie mal in die Lokalzeitung, auch in die Volksstimme. Oder man engagiert sich irgendwo in einem Verein. Irgendwo wird mal von euch was publiziert. Vielleicht kommt man auch mal in ein unabhängiges Medium. Was nicht funktioniert, sind alle Selbstpublikationen. Also das komplett generierte Buch über einen, BOD Selbstverlag und dann bei Amazon Autorenseite und dann sagen, ich bin Buchautor, schwierig. Also kann man machen, habe ich alles gemacht. So, aber braucht ihr sozusagen nicht. Wichtig sind tatsächlich Publikationen von Drittmedien, die euch entweder benutzen als Experte, euch zitieren oder euch irgendwo zeigen. Das ist das, was ihr wollt. Und nehmen wir an, das ist jetzt alles so fertig. Ihr wollt jetzt
auch, dass es diese Suchvorschläge gibt, einfach weil ihr als Marke, ihr kommuniziert ja über Visitenkarte mit eurem Namen und unabhängig bei welcher Firma ihr arbeitet, nehmen wir an, ihr seid nicht selbstständig, sondern seid irgendwo angestellt, dann wollt ihr ja, dass sozusagen die Reputation eures Namens, eurer Kernmarke irgendwie immer weiter steigt. Und ihr habt jetzt Lust, dass es sowas auch gibt, dann kann man dafür, dann kann man darauf warten, dass Google genug Informationen irgendwo findet. Man kann das aber auch forcieren. Und zwar mit Wikidata. Kennt jemand Wikidata? Das ist wie Wikipedia, aber eher bloß für Daten. Das heißt nicht, man kann das, ihr sollt das nicht missbrauchen. Das ist so gleich das, was ich hier René schon sehe. Nein, nein, also nicht missbrauchen, sondern ihr könnt aber für euch selbst ein Profil anlegen. So, und dort könnt ihr einfach sagen, weil Google nutzt Wikidata, um so eine Information einzusaugen. Ja? Das da unten ist mein Profil dazu. Und dort gibt's übrigens auch eine Diskussion, falls jetzt jemand kommt und sagt, oh geil, mache ich mir heute Abend noch das Wikidata-Profil, trage alle Daten ein, dann kommt Google, saugt das ein und auf einmal werde ich ausgespielt. Idealerweise funktioniert das exakt so, aber wenn die Vorarbeit nicht geleistet wurde, mit Publikationen, mit unabhängigen Verweisen, das dauert eine Woche oder auch weniger, wird das von einem, der bei Wikidata, also einem Autoren, wird das Profil sofort wieder gelöscht. Die Diskussion dazu, deswegen habe ich den Link jetzt nicht, weil ihr toll nach mir suchen solltet, ihr könnt aber die Diskussion in meinem Profil nachvollziehen, wie ich mit dem Autoren diskutiert habe, ob sich das lohnt für mich, ein Profil anzulegen. Und dann konnte ich, und daher weiß ich, diese Selbstpublikationen und so weiter, wird alles nicht gewertet, ist alles irrelevant, weil sie sagt, das zählt nicht, weil das kann jeder einfach händisch selber machen. Und dann gab es aber so ein paar Verweise, MDR, Mitteldeutsche Zeitung, so ein paar andere Medien, die aber über mich, über die Firma, über so ein paar Projekte, die wir hatten, schon mal berichtet haben. Und er sagt, ja, okay, da hast du einen Punkt. Du bist offensichtlich irgendjemand, der schon mal irgendwo, also klingt immer so hoch, aber Person der Öffentlichkeit und deswegen kannst du drinnen bleiben. So, das ist sozusagen die Geschichte dazu. Wenn man sich das dann anguckt, so sieht das dann aus. Letztendlich, wie ich das vorhin sagte, ist eine einfache Tabelle. Man trägt da Daten ein. Und das ist dann das, was hier unten gibst du sozusagen ein frei lizenziertes Bild mit rein. Das ist auch das, was in deinem Suchergebnis, man sieht es jetzt nicht, aber ja, könnt ihr dann gucken oder auch nicht. Seht ihr dann, was da für Bilder drin sind. Hier oben steht drin, was ihr denn seid. Und da kann man, darüber kann man dann spielen und kann gucken, was man da so alles reinmacht. Wichtig ist, dass es konsistent ist. Das, was ihr hier, das ist sozusagen die Primärquelle erstmal für Google. Das müsst ihr jetzt aber auch mit allem übereinstimmen, was ihr an sonstigen Profilen reinschreibt. Zu große Diskrepanz, raus. Dann seid ihr sozusagen erstmal durch. Das heißt, da müsste man so ein bisschen hinterher sein. Okay. Und genau, das war's. So könnt ihr sozusagen für euch für Sichtbarkeit, Qualität und längere Verweildauer suchen, weil Menschen euch vertrauen und eure Inhalte wirklich konsumieren können. Das war's. Vielen lieben Dank, mein lieber Gordon. Gibt es noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Oh, da gibt es eine. Dann übergebe ich das Mikrofon direkt. Wie verhält sich das bei Google mit Namensdoppelungen? Also ich heiße Sven Wachsmuth und es gibt noch einen anderen Sven Wachsmuth, der sehr viel publiziert hat in, ja, der ist auch KI-Experte und Uni sowieso und sehr viele Veröffentlichungen. Und wie kann ich als kleiner Blogger da irgendwie zumindest auch da sein, also einfach nur einen Fuß in der Tür haben oder so. Ich will nicht unbedingt Position 0 haben, aber vielleicht. Wenn man deinen Namen sucht, soll es mindestens die Option für den Suchenden geben, dass er weiß, aha, da gibt es den KI-Experten, da gibt es aber auch den, den ich wirklich will. Nämlich, es gibt zumindest meine Seite, gibt es auf der ersten Seite. Bin ich schon mal ganz zufrieden, aber ja, mit Bild und ganzen ja. Infos, das ist schon geil, aber ja, eigentlich wahrscheinlich der andere dann wahrscheinlich komisch gucken, ich weiß nicht. Ja, der erste Schritt ist, sich kurz Gedanken zu machen, wie du sozusagen die Entität, also deinem Namen, mit welchem Thema du das verknüpfst. Ja. Also für was willst denn du, für was soll dein Name Repräsentant sein, wie zum Beispiel, weil ich es vorhin bekommen habe, Taschentuch, also Tempo steht für Taschentuch, das ist so eine 1:1 Assoziation. Für was wäre das für dich? Das wäre der erste Schritt. Du denkst mal drüber nach, was du dann, für was du stehst. Ja, Künstler oder. Okay. Ja. Das ist mit diesem schwierig. Ja, gut, einmal halt definieren. Das ist genau den Markenkern für sich selbst nochmal definieren. Wenn ich den habe, dann für das, was ich da eigentlich gezeigt habe, in allen Profilen exakt nur noch darauf setzen. Sodass man dann, wenn man deinen Namen sucht,
bekommt der Nutzer dann auch die Entscheidung. Es gibt den KI-Experten, es gibt den Künstler und vielleicht noch jemanden dritten, aber erstmal gibt es diese beiden. Ja. Und da kommt man schon mal eins näher. Oder wenn, dann weiß nämlich Google auch, wen er zuerst ausspielt. Wenn es nur nach den Namen geht, wird ja der am häufigsten ausgespielt, nachdem mehr Suchvolumen besteht. Das ist vielleicht bei dem KI-Experten mehr als bei dir. Ja. Wenn aber jemand aufgrund seines Suchverhaltens sowieso schon nur im Galerieumfeld im Suchverlauf, vereinfacht gesprochen, drin hat, wird er wahrscheinlich einen Künstler suchen. Das heißt, wenn er dann den Namen eingibt, muss er aufgrund der Historie gar nicht mehr dazu schreiben, dass er den Künstler sucht, sondern du würdest dann zuerst kommen, weil du einfach in dem Umfeld relevanter bist als der KI-Experte. Also die Suchhistorie wird damit einbezogen. Alles, was du sozusagen an deinem Telefon, Standort, wo du gerade bist, also wenn ich Golf eintippe und stehe neben Golfplatz, dann kriegst du das angezeigt, stehst du neben dem Auto aus, sagst du, vielleicht willst du eher das Auto haben. Ungefähr so. Ja. Okay, danke. Sehr schön. Tatsächlich genau dazu. Ich habe das auch schon mal erlebt mit einer Person, die eine gleiche Namensperson hatte. Und die beiden haben sich dann ausgetauscht. Das heißt, äquivalent auf dem jeweiligen Plattform zu sagen, hey, ich bin nicht die Einzige mit dem Namen, sondern es gibt noch eine andere Person. Und dann haben die sich gegenseitig quer verlinkt. Das nur als Ergänzung. Ja. Es gab auch bisher, deswegen meine ich das mit den SZ oder überhaupt so Umlaute, das ist auch so eine Sache, entscheidet euch für eine Sache. Wenn man jetzt nur in Deutschland unterwegs ist, nutzt halt weiter das Ö, ist ja okay. Wenn du international unterwegs bist, musst du dich vergegenwärtigen, dass das Ö halt niemand auf der Tastatur hat, außer wir hier im Dachraum. So, das wird halt schwierig zu tippen. Insofern kann man sich dann überlegen, ob man dann lieber mit OE schreibt und irgendwie eine Verbindung. Gibt es aber auch Engpässe. Ich weiß, bei LinkedIn musst du dann, wenn du ein verifiziertes Profil haben willst, Ausweis, dann steht da Ö und OE. Schwierig. Naja, ich wollte sozusagen nur auf die Problematik, die Namensproblematik und die NAP-Konsistenz, ich nenne die immer NAP-Konsistenz, aber überhaupt Schreibweisenkonsistenz hinweisen. Das ist wirklich wichtig. Das müsstet ihr einmalig mal definieren. Na, Markenkern und wie ihr auftretet. Das ist wichtig. Eine Frage Bitte. Zur Wikidata, das ist ja etwas, was auch die Wikimedia, also die Wikipedias nutzen. Ja. Ist es da auch so, dass da nur Personen aufgenommen werden, wo man sagt, ja, die haben irgendwie wissenschaftliche Sachen publiziert, oder ist da die Hemmschwelle ein bisschen geringer? Also es gibt ja viele Leute, die wollen ein Wikipedia-Profil über sich haben, aber das wird abgelehnt. Ist das bei Wikidata genauso streng, oder sagt man, da können sich auch Personen anmelden, die halt nicht irgendwie offizielle Publikationen in Magazinen oder Büchern oder sowas haben? Das hatte ich ja gemeint, wie bei meinem Profil. Du kannst erstmal grundsätzlich dich anmelden, kannst du auch bei Wikipedia, du kannst auch ein Profil anlegen, nur ob es gelöscht wird. Und da ist halt die Schwelle, bist du eine Person, die öffentlich auftritt, die es wert ist, als Person, als Entität geführt zu werden. Und wie misst man das? Naja, die messen das dann schon daran, ob jemand Drittes, ob du so relevant bist, dass schon mal irgendjemand über dich berichtet hat. Wenn du das nicht hast, dann wirst du in der Regel wieder gelöscht. Also wenn der Relevanzfaktor zu gering ist, deswegen meinte ich, wenn man das wollte, wenn man genau das aufbauen will, in diesen Schritten erst Konsistenz schaffen, wahrscheinlich dann auch für ein paar Publikationen sorgen, das kann man, wenn man es will, kann man es, dann ergibt auch sozusagen die Konsistenz, die man vorher an allen Inhalten gemacht hat, mehr Sinn, weil dann kommt man auch auf die jeweiligen Seiten und Inhalte. Und dann macht das Profil erstellen bei Wikidata erst Sinn. Also das machst du wahrscheinlich jetzt nicht in einer Woche. Das ist so eine Sache kontinuierlich. So, aber wenn man mal die Möglichkeit hat, wenn man es jetzt gehört hat, man hat es im Kopf, dann kann man vielleicht bei der nächsten Möglichkeit auf einer Konferenz, nimmt man die einfach mal wahr. Spricht mal drüber, auch in kleinen Formaten. Man kann sich mit Sicherheit in Vereinen und wo auch immer engagieren, wo irgendwie drüber berichtet. Es gibt viele Möglichkeiten. Man muss mal ein bisschen kreativ sein. Aber auf die Frage, keine externen Publikationen, kein Profil, Punkt. So, dann nochmal die Frage. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, vielen Dank erstmal an dieser Stelle nochmal Gordon. Ja.